7 Monate ist es nun her, dass mich irgendein YouTuber unter meinem Video angeschrieben hat und gefragt hat, ob wir irgendwie mal telefonieren können oder irgendwie sowas. Ich habe mir nicht wirklich viel bei gedacht, habe natürlich auf das Kommentar wie auf jedes andere geantwortet und habe klar geschrieben und so weiter. Und ich habe mir nicht viel mehr erwartet, dass wir vielleicht ein, zweimal telefonieren und das war es dann aber auch. Aber ab dem ersten Moment, wo wir uns gesprochen haben, war da irgendwas. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt, die bis heute anhält. Ich hatte herausgefunden, dass er auch ein YouTuber ist, dass er auch Videos macht. Wir hatten halt dasselbe Genre. Er hat auch richtig geile Comedy-Videos gemacht, genau wie ich, und wir hatten denselben Humor. Wir haben angefangen, Sachen zu zocken und so weiter, und es war einfach richtig geil. Wir haben uns immer schon mal überlegt, dass wir zum anderen herkommen. Nur es war halt eine unrealistische Vorstellung, weil wir fast 500 Kilometer voneinander entfernt wohnen. Und mit dem Alter und mit dem Geld, was man hat, ist es halt schon, ja, so eine Sache, ob man sich fragen kann, ob man sich überhaupt irgendwann mal in einem Leben sieht. Ich hätte ehrlich gesagt mit dem Video jetzt hier nie gerechnet. Aber der Tag ist gekommen, und das ist hier sozusagen meine Wiederbelebung meines Kanals, und ich freue mich wirklich mega, das hochzuladen und euch zu zeigen und mit euch zu teilen, und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei den Vlogs und vor allen Dingen auch bei den nächsten professionellen Videos, die kommen werden. Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einem neuen Video. Und auf dieses Video habe ich bestimmt fast ein ganzes Jahr gewartet. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum guten Dennis bzw. Tastic TV, und zwar einem anderen YouTuber, den ich über YouTube kennengelernt habe. Der wohnt richtig weit von mir weg. Der ist jetzt 8 Stunden mit dem Bus gefahren, kommt jetzt hier hin, bleibt das ganze Wochenende bei mir, und wir werden richtig geil filmen, YouTuben, vloggen, alles drum und dran. Also es werden wieder Mysteries kommen, Comedy-Videos, alles das. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bahnhof, um den guten Dennis abzuholen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Und ja, haut rein! Na? Junge, lebst du? Ey, krass. Junge. Ey. Wie groß bist du denn? Wie klein bist du denn? Ey, Junge, ich kann es gar nicht glauben, Alter. Ja, ne? Ich komm, das jetzt wieder, ne? Ja, tschüss. Wiedersehen. Ciao. Ja. Nee, ich komm jetzt mit. Ich dachte, du wolltest aufhören. Ey, mein Handy, 2% steht da ab. Achso, du wolltest mit Handy ab. Ja, okay, warte. Nichts anderes drüber. Ja, egal, komm. Du bist schon ein starker Junge. Ey. Junge, das ist einfach nur mega geil. Du ey, weißt, das ist dieser Moment. Ne? Du weißt, das ist dieser Moment. Ey, ich werde mir jetzt 2 Jahre angucken, werde denken, scheiße. Okay, Alter, sollen wir direkt nach Meckes, oder? Firma. Okay, so Leute, wir gönnen uns jetzt erstmal am Hauptbahnhof Meckes. Das ist einfach nur mega geil. Okay, komm, da geht's runter. Boah, so Leute. Wir waren jetzt bei Meckes und alles, und wir wollten jetzt in den Zug steigen, bis wir gemerkt haben, dass die Züge streiken. Und jetzt müssen wir irgendeine andere Möglichkeit finden, hier wegzukommen. Und wir haben schon irgendwie 22 Uhr. Und ja, ne? Wir versuchen jetzt einfach mal hier eine Verbindung zu kriegen. So Leute, es hat ja super geklappt. Wir sind jetzt fast eine Stunde schon hier. Wir müssen jetzt den Zug um 22.44 Uhr nehmen und sind dann erst um 23.40 Uhr zu Hause. 23.40 Uhr, eine Stunde. Ja. Wow, Alter. Ey, es gibt's nicht. Ey, ich bin um 9 hergekommen und 23.40 Uhr sind wir zu Hause. Ich kann es auch nicht glauben, dass der Tastic TV. Tastic TV. Ja, ist geil, oder? So, meine Damen und Herren, ja, wir haben es geschafft. Wir sind endlich da. Ja. Ja, noch nicht ganz, also es sind noch so, ja, keine Ahnung, ein paar Meter nur noch. Und wie viele Stunden, Alter, bei dir? 2,5, 3,5. Ach, und, bei mir insgesamt? Ja, und die anderen insgesamt? 9,5 Stunden, Leute. Ja, sehr schön. Bei mir waren es schon 3,5 Stunden. Und, boah. Und der bricht was zusammen. Ja, ihr müsst euch den mal angucken, also wirklich Respekt. Ich sehe furchtbar aus, ne? Respekt an dich, Dennis, ehrlich. Und ja, ey, ohne Scheiß, ey. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich noch irgendwas filmen werde, aber ansonsten geht's dann morgen mit dem nächsten Vlog weiter, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das alles in einem Video schneiden werde oder wie auch immer, aber ey, es wird auf jeden Fall so vieles Geiles noch kommen, ne?
Ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir uns freuen. Und da digitale Scheiße, pass auf. Ja, super. Anders vom Wetter. Okay, alles klar. Haut rein, Leute. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt gerade hier beim zweiten Tag. Es ist Freitag, ich war schon in der Schule und alles. Da musste der Dennis hier alleine bei mir bleiben. Und dann habe ich da gepennt. Das war. Hat er da gepennt? Das war schlimm. Ich hätte ihn pranken sollen. Ich hätte ihn ehrlich pranken sollen, aber. Naja. Wir haben heute vieles vor. Wir haben einmal vor, das Kind Version 3 zu drehen. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Wir haben hier schon Sachen und so weiter gepackt. Kamera ist alles draußen. Alles da, alles da. Das Geile ist ja, das Video hier wird so ein Behind-the-Scenes von vielen Videos. Und zwar von zum einen das Kind Version 3, dann Mysteries und dann noch wahrscheinlich ein paar Pranks und so weiter. Auf jeden Fall. Ja. Ohne Scheiße, ey. Das ist einfach nur mega geil. Und ja, Leute, ne? Wir sehen uns gleich vor Ort wieder. Ja, hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen hier zum Vlog zurück. Jetzt bin ich mal hier. Das macht jetzt mal aus da, ne? Und der Leon, der bereitet hier schon einiges vor. Alles Karteizettel, wie die anderen. Erzähl mal, du hast das jetzt schon lange geplant, ne? Lange geplant, das ist schon bestimmt ein halbes Jahr oder so. Und die Zettel habe ich auch bestimmt schon. Wieso kamst du nicht dazu? Das weiß nicht mal ich. Umständen. Wir haben uns dreimal getroffen und dreimal hat irgendwas nicht geklappt. Einmal hat es geregnet, einmal kam ein anderer nicht, weil er keine Zeit hatte. Und einmal war noch irgendwas, woran ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Auf jeden Fall scheiße. Und ja, im Prinzip hat das dann nichts gebracht. Und ja. Heute funktioniert es hundertprozentig, denke ich mal, oder? Was denkst du? Normal, Alter. Normal. Normal nach dreimal. Ja, da ist die schöne Sonne, ist doch echt schön hier, oder nicht? Das ist die Rennszene mit dem Kind machen. Soll ich mal weiter vloggen? Ja. Ja, können dabei sein, ne? Liebe Leute. Ich muss dann als erstes mal das Schwebestativ aufbauen. Gut. Du meinst jetzt die Rennszene, wie das Kind flüchtet? Kamera macht jetzt wohl nach außen. Nein, Spaß. Also hier ist gerade richtig was los. Das müsst ihr euch jetzt echt mal anschauen. Wir sind jetzt dabei, uns umzuziehen. Ich muss eine Aldi-Tüte anziehen. Zieht euch mal eine Aldi-Tüte an. Junge, ich bin zu breit für das Ding, Mann. Ja. Breiter als der Türsteher. Meine Schulter. Doch, es geht. Es geht. Krass. Was sagt der dazu? So, Leute, wir warten jetzt gerade auf den Meteor. Der hat sich nämlich verlaufen. Der wollte herkommen. Hat sich verlaufen. Der ist jetzt hier an seinem Handy dran. Und jetzt muss man ja einen Hilferuf machen. Seid ihr mir mittig? Mittig! So, weiter jetzt hier mit dem schönen Lenschk. Das Kind Version 3. Der Metis ist auch da. Ja, Leute, wir sind jetzt für heute erstmal fertig. Drehtag 1 ist vorbei. Ich gehe mit Jogginghose. Echt? Und was sagst du dazu? Ja, war richtig gut, ne? Aber echt. Ja, war richtig gut. Und du, was sagst du? Das war richtig gut. Richtig hell. Ja, Leute, morgen geht's weiter, ne? Und dann blendet Leon Tag 2 ein. Tschüss. Yeah! Liebe Leute, herzlich willkommen. Da ist der Leon. Wir haben jetzt noch einiges vor. Ich denke mal, das teilen wir, oder? Weiß nicht. Was? Wollen wir das teilen ein bisschen? Oh, sorry. Auch wie wir nachher hier so aufbauen. So. Wir machen nämlich heute einen Löffel. Sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir einen Livestream machen. Okay. Hau rein, Leute. Kommt in meinen Mund. So, Leute, das war auf jeden Fall mega geil, Alter. Wir haben richtig viele Leute getroffen. Ja. Das war nachher die ganze Truppe von der Schule und alles. Dennis hat alle kennengelernt und so weiter. Krass, ne? Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Es ist gleich 22 Uhr und 22 bis 22.30 Uhr ungefähr werden wir einen Livestream starten. Und bis 6 Uhr morgens Livestream. Und dann geht's sogar schon weiter. Denn und zwar mit dem nächsten Videodreh. Nächsten Videodreh, zweiter Tag zu unserem tollen Videoprojekt. Das Kind Version 3. Und ja, ich freue mich jetzt erstmal auf den Livestream und ich muss richtig pissen, weil wir gerade bei Subway die ganze Zeit gesoffen haben, wie die ja, Ochsen. Leute, dann wünsche ich euch, schaut zu, die nächsten Videos.
das war wird auf jeden Fall geil, ey. Wahrscheinlich wird das Video hier nach diesen Videos kommen, weil das halt so ein Making-of-Video ist. Oder nein, es wird davor kommen und dann seid ihr richtig gespannt, wie die ganze Mysteries und wie, genau, morgen Abend ist übrigens auch noch Mysteries, ja. Genau, das wollte ich mich auch noch sagen, weil wenn wir dann wieder zurück sind, bereiten wir uns auf das beste Format von Neon TV vor, und zwar Mysteries. Ohne Scheiß, das ist das meistgefragteste Format auf meinem ganzen Kanal. Ich hab das gelesen, ne? Ja, wirklich überall. Leon, wann kommt das nächste Mysteries? Und ich danke euch dafür wirklich. Na, ich hoffe, dass beim nächsten Video auch natürlich auch Mysteries auch wieder so wird, dass ihr so fragt. Aber es nimmt auch halt viel Zeit in Anspruch, Orte zu finden und dann auch dahin zu fahren. Wir fahren morgen 2 Stunden dahin. Ja, alles für YouTube. Alles für YouTube, meine Freunde. Auf Wiedersehen, ciao. Ja. Meine Damen und Herren, ja, wir haben jetzt hier alles so richtig geil vorbereitet. Sehr ja, schön. Alles ja, hier fürs Livestream. Da haben wir noch ein bisschen ja, vorbereitet. Vorbereitet, ne? Haben wir ja gesagt, ne? Auf jeden Fall, das geht jetzt erstmal bis 6 Uhr los, durch. Und ja, ne? Ne, wie gesagt, für mich ist was ganz Neues, so Livestream die ganze Nacht durch. Wir können natürlich immer wieder auf Leon Likon, oder wie heißt du? Auf Twitch? Ja. Ja, Line liken. Da könnt ihr mal ganz gerne mal öfters vorbeischauen. Ja, da werde ich nämlich auch generell so ein bisschen öfter streamen. Und ja, ne? Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, ne? Genau. Ne? Ey, das wird ja gerade gestreamt, da wird nicht einfach ausgenommen nebenbei. Der wird gerade gestreamt. Wollen wir ehrlich gesagt, das ist so geil, ich vlog nebenbei und stream gleichzeitig. Wie geil ist das denn, Alter? Awesome, ja. Leon zockt live. Leon. Und jetzt komme ich aus dem scheiß Battlefield-Game nicht mehr raus. Umgeben von mehreren Kameras. Leon. Im Rampenlicht, Alter. Geil, ne? Leute, acht ist mein wichtiges Model einfach nur. Ne, sorry, ich bin zu ja, hübsch verdient. Ja, Leute, also ich bin jetzt wieder da. Da ja. ist der Leon und der erklärt jetzt. Wir sind hier gerade live im Stream, wir haben die Zuschauer gefragt, was wir machen können. Und wir sind auch gekommen, dass wir jetzt Tabasco trinken müssen, weil wir scheiße, Alter. Jetzt geht's los. Nur einmal, damit ihr es sehen könnt. Ja, halt nicht die Kamera vor die Kamera. Mit Tabasco. Glas. Ey, machen wir auch nicht so viel, ne? Niemals, nein. Nicht zu viel. Junge. Alter, nee, nicht zu viel, oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das im Stream sieht, aber... Ey, schon was für... Junge, oh! Alter! Hast du es zu dir genommen? Oh, das riecht doch ekelhaft, ne? Komm, ich zieh durch. Ja? Ich wollte sagen, also minder, und das, was ihr sagt, ist übelst alle im Grunde. Junge, ist mir gerade scheißegal. Mm. Oh. So, Leute. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Dach. Ja. Zweiten? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Morgen ist schon wieder der letzte Tag, es geht einfach nur so schnell und wir sind beide einfach nur so extrem fertig von dem Livestream gestern, ne? Auf jeden Fall. Boah, der ging nicht ganz bis 6 Uhr, weil wir danach einen Horrorfilm geguckt haben und ja, dann abgeschaltet dann haben, aber... Nein, Leute, boah, jetzt geht's weiter direkt wieder zum Drehen, ne? Miete hat verpennt, alles klar, dann müssen wir jetzt die Szene machen, wo Dennis weiß, weil Dennis ist ja morgen schon weg. Wo du dabei bist, weil das lohnt sich ja nicht, ne? Ja, alles klar, Leute, dann sehen wir uns gleich... Wieder, ne? Haut rein. Ja, liebe Leute, wir müssen jetzt wir ganz sind schnell. Fertig mit Filmen und Leute. Hulk Hogan. Oh, yeah. Das beste Gefühl ever, ne? Nach so einem Dreh. Free. I'm feeling free. So, Leute, wir müssen jetzt wieder richtig beeilen, denn jetzt geht's schnell ab nach Essen.
So Leute, ja, wir sind jetzt hier gerade endlich auf das, was wir das ganze Wochenende drauf gewartet haben. Auf Weg zu Mystery Sir, der verlassenen Militärkaserne. Mein guter Vater, der fährt uns hier. Ja? Der gute Dennis. Und im Hintergrund. Sieht man jetzt schlecht. Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang. Ich habe auch echt Respekt vor dem Ort. Das ist ehrlich, ey. Das ist ja jetzt hier nicht das Haupt-Mysteries-Projekt, wahrscheinlich, ich weiß noch nicht. Also, naja, sehen wir uns dann gleich wieder, Leute. Ciao. So, meine Damen und Herren, es ist soweit, es ist der letzte Tag. Der beste Tag meines Lebens, nein, Spaß. Wir müssen Abschied nehmen von dem guten Dennis. Ja. Dennis beim Bahnhof. Und ja, es war auf jeden Fall eine geile Zeit, ey, und das war nicht das letzte Mal, dass das passieren wird. Das muss ich wiederholen, auf jeden Fall, also, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben gestern Mysteries gemacht, dann haben wir noch ein paar Pranks und sowas gemacht, dann haben wir vorgestern das Kind Version 3 gemacht. Richtig geil, auf jeden Fall. Und der ganze Vlog natürlich, sowieso. Ja, das ist auch das Ende des Vlogs, denke ich mal, oder machst du da noch irgendwas? Ich mache auf jeden Fall. Das Ende wird wirklich sein, wenn du in den Zug steigst und wegfährst. Ja. Oh. Das Beste, oder? Ja. Ja. Dennis. Wir sehen uns. Wir sehen uns, Alter. Ciao, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Wir sehen uns heute Abend auf dem TS. Genau. Hau rein, Alter. Ciao. Ja, Leute, ich fand's mega geil. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben so viel gemacht und aufgenommen. Das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein. Ne? Ja, wird auf jeden Fall nochmal was weitergehen. Naja, damit endet dann auch hier alles. Und ja, out da rein.